damit, nach diesem Intro, herzlich willkommen zur nächsten Folge Road to Full Universe. Heute haben wir wirklich das Ziel, diesen Bann zu brechen und endlich einen Forstmeister zu ziehen. Ich habe hier einige Booster am Start. Ich habe heute ein sehr, sehr gutes Gefühl und mit Hilfe der Macht werden wir jetzt diesen Forstmeister ziehen. Schauen wir rein. Starten direkt mit dem ersten Booster. Komm schon. Am besten haben wir gleich einen super Start mit dem ersten Pack. Schauen wir, was wir so haben. Cassian Andor, geil. Kommt bald die Serie zu, bin ich wirklich auch schon hyped drauf, freue ich mich. Obi-Wan Kenobi Serie 2, auch nicht schlecht. Oh, Rebellentruppe, fehlt mir noch, cool. Shumai. Und jetzt, unsere erste Karte, was ziehen wir? 3, 2... Ey, ich war gut motiviert, ich war motiviert. Erster Booster. Ich bin alles. Nö, ich nehme das vollkommen entspannt. Nö, Budi. Ich glaube, nee, ist entspannt. Voll. Wir starten rein. Okay, wir haben Obi-Wan Kenobi. Ey, wenn das jetzt nochmal ein Basepack wird, ne? Ohne Scheiß, ich wäre so sauer. Obi-Wan C3PO, auch coole Basekarte. Oh, super Pack. Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Stormtrooper. Digga, schon wieder der, ne? Ist unfassbar. Mit Hilfe der Macht werden wir jetzt diesen Forstmeister ziehen. Ohne Scheiß, ich habe ein richtig gutes Gefühl. 3, 2, Meister Yoda Forstmeister. Bruder, das Ding ist, ich würde mich ja jetzt freuen, aber Digga, ich würde mich jetzt freuen. Wir haben den Forstmeister, aber... Ohne Scheiß, das kannst du dir nicht ausdenken. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich freuen soll. Nach so vielen Boostern, der erste Forstmeister, ist es ein Doppelter. Der... Es ist schon irgendwie geil, aber auch irgendwie nicht geil. Versteht ihr, was ich meine? Ich kann mich jetzt nicht wirklich darüber freuen. Okay, aber cool. Ein Forstmeister. Wir machen auf jeden Fall noch 2-3 Booster auf. Das lasse ich hier jetzt nicht auf mir sitzen. Also, ach, Mano. Egal. Machen wir weiter mit dem nächsten Booster. Wir haben Meister Yoda. Poe Dameron. General Grievous, Los Santeca und wir haben, oh shit, 2 Forstmeister hintereinander und das nur, weil ihr beliebt habt, weil ihr ein Abo und ein Like dagelassen habt. Genau deswegen, 2 Forstmeister in Folge, so und nicht anders, so und nicht anders. Let's go, scheiße auf den Yoda, Director Krennic, mega geile Karte, 96 Abwehr, mega geil, let's go, oh, so gut. Wichtig und richtig. Komm, ein Booster öffnen wir noch, wenn es schon so gut läuft. Nächster Booster. Wir schauen rein. Prinzessin Leia. Jar Jar Binks. Imperator Palpatine. Finn. Und... Oh, mega geile Starkarte. Oh, wie geil. Die fehlt mir noch und die sieht so sick aus. Oh, eine der besten Starkarten, wenn ihr mich fragt. Tridroidenjäger. Oh, so geil. Let's go. Okay, es könnte nicht besser laufen, ey. Wirklich so geil. Letzter Booster für heute. Was bekommen wir? Nochmal eine geile Star. Wir schauen rein. Was wir so ziehen. R2-D2. Jar Jar Binks. Todesstern, der zweite. Qui-Gon Jinn Star, Strikeforce. Und unsere Karte ist... Oh, auch mega geil. Fehlt mir auch noch. Ey, wirklich. Guck mal, das war jetzt ein Basepack. 2 Forcemeister hier mit Yoda und Krennic und 2 richtig geile Stars. Wieso kann es so nicht immer laufen? Klar ist es belastend, dass der Yoda doppelt ist. Aber wenn man es so sieht... ist der Yoda halt irgendwo auch der beste Forstmeister von allen und ist auch ein paar Euros wert. Deswegen kann ich da jetzt nicht irgendwie sauer sein, dass ich den zweimal habe. Weil letztendlich ist es irgendwo auch der beste Forstmeister. Abgesehen vom Luke natürlich. Der fehlt uns noch. Aber ey, das ist geil. Endlich ist der Fluch gebrochen. Danke, dass ihr mit mir beliebt habt. Natürlich wird die Serie hier nicht enden. Wir haben ja noch sehr, sehr viel Arbeit vor uns. Hat aber wirklich mega viel Spaß gemacht, die Folge aufzunehmen. Das war jetzt mal endlich mein Erfolgserlebnis, so wie ich es mir gewünschen würde in jeder Folge. Freunde, an der Stelle
Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Danke fürs Anschauen. Lasst ein Abo da. Und an der Stelle, möge die Macht mit euch sein. Ciao.